Gleich in den TV Berlin Nachrichten Erinnerung an den Kanzler der Einheit, Zoff um Bürgerbeteiligung bei Tegeloffenhaltung und das Wetter nach Unwettern pegelt sich das Quecksilber allmählich wieder ein bei Werten um die 25 Grad. Mehr zu den Aussichten am Schluss der Sendung. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 22. Juni. Bundestagspräsident Norbert Lammert hat in einer Gedenkfeier des Bundestages für Helmut Kohl auch an die Niederlagen und Schwächen des Altkanzlers erinnert. Kohls Weg säumt nicht zuletzt Verletzungen, die er selbst erlitt und die er anderen zufügte, sagte Lammert zu Beginn der Parlamentssitzung am Donnerstag. Er erinnerte auch an Kohls Spendenaffäre von 1999. Manche Fehler räumte Kohl selbst ein. Dass ein Abschied nach dem Verlust der Regierungsverantwortung auch aus der aktiven Politik so wurde, wie es in der Formulierung seines Biografen Hans-Peter Schwarz die Umstände der kreativen Verschleierung von Parteispenden am Ende erzwangen, hängt wieder mit der außergewöhnlichen, bisweilen auch außergewöhnlich sturen Persönlichkeit Kohls zusammen. Der Altkanzler war mit 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim gestorben. Im Dezember 1999 sorgte Angela Merkel als CDU-Generalsekretärin mit einer öffentlichen Distanzierung in Kohls Spendenaffäre wesentlich für seinen Sturz. Berlins Grünen-Fraktionschefin Antje Kappek hat der FDP im Hinblick auf den Volksentscheid zur Offenhaltung des Flughafens Tegel schwere Vorwürfe gemacht. Die FDP spiele mit den Gefühlen der Menschen in dieser Stadt, sagte Kappek am Donnerstag im Parlament. Ein Volksentscheid habe nur dann eine bindende Wirkung, wenn über einen konkreten Gesetzentwurf abgestimmt werde. Doch darauf habe die FDP, die hinter der Initiative Berlin braucht Tegel steht, bewusst verzichtet, so die Grünen-Chefin, die mit den Linken und der SPD eine Regierung bildet und mehr Mitbestimmung in den Koalitionsvertrag hat schreiben lassen. Die FDP hat das entweder getan, weil ihr Tegel vollkommen egal ist und sie eine reine emotionsgesteuerte Kampagne auf den Weg gebracht hat, die als Konjunkturprogramm für die eigene Partei dienen soll, meinte Kappek. Mehr dazu am Abend in einer Nahaufnahme und später auch auf unserem YouTube-Channel. Gunter Gabriel ist tot. Wie die Bild-Zeitung am Donnerstag meldete, ist der Sänger offenbar an den Folgen eines Sturzes verstorben. Zuvor lag er im Krankenhaus in Hannover, um sich vom Sturz zu erholen. Auf einen diagnostizierten dreifachen Bruch des ersten Halswirbels folgten in den vergangenen Tagen drei Operationen in einem Hannoveraner Krankenhaus, so die Agentur des Sängers. Heute Vormittag hat das Herz eines großen Musikers aufgehört zu schlagen. Am späten Mittwochabend haben einige Dutzend Bürger vor dem Rathaus Neukölln für die Einrichtung eines muslimischen Friedhofs demonstriert. In Neukölln leben schätzungsweise 60.000 Muslime. Sie können dort leben und arbeiten, aber es gibt keinen Platz für ihre Toten. Die meisten muslimischen Beerdigungen finden auf dem Friedhof in Gatow bei Spandau statt, denn der Friedhof am Columbiadamm ist voll. Im Juni vor genau einem Jahr hatte die BVV Neukölln die Errichtung eines weiteren Friedhofs beschlossen, doch bislang hat sich nichts getan. Die Bürgerplattform Wir in Neukölln erinnerte Mittwochabend nun die Bezirksbürgermeisterin an die Umsetzung dieses Beschlusses. Immerhin gäbe es schon einen Standort, der in Frage kommt. Welche Konzepte gibt es, lokalen und regionalen Rundfunk finanzierbar und zukunftssicher zu machen? Welche Chance hat eine Beteiligung der Sender am öffentlich-rechtlichen Rundfunkbeitrag? Darüber diskutierten am Donnerstag unter anderem der Europaabgeordnete Michael Theurer, René Falkner, Vorsitzender des Bundesverbandes Lokal-TV, sowie zahlreiche Gäste auf der Podiumsdiskussion Qualitätsjournalismus in lokalen und regionalen Rundfunksendern sichern. Hintergrund ist die ungerechte Verteilung des Rundfunkbeitrages nur auf die Landesrundfunkanstalten. In den meisten Bundesländern, auch in Berlin, erhalten private Anbieter nämlich keinen Cent aus dem Gebührentopf. Immer mehr Entscheidungsträger möchten dies ändern, gerade um die mediale Vielfalt zu gewährleisten.
Wenn der Vorschlag, der heute hier gemacht worden ist von dem FDP-Spitzenkandidaten von Baden-Württemberg, dass die Landesmedienanstalten einen 250-Millionen-Anteil am öffentlich-rechtlichen Beitragskuchen bekommen, zusätzlich, dann würden die Landesmedienanstalten in die Lage versetzt, Qualitätsjournalismus dadurch zu organisieren, indem sie Wege finden, wie Ausbildung besser organisiert, aber auch dann entsprechende Beiträge in den Lokalsendern beauftragt werden können. Damit werden über die Mediengestaltung, Medienerziehung und auch die Medienqualität hinterher nicht mit irgendwelchen Fake News oder alternativen Fakten konfrontiert wird und die Menschen wirklich objektive Berichterstattung erfahren, auch in den Lokalsendern. Genau die Fläche, die sich ein ganz normaler Durchschnittshaushalt noch leisten kann, wird immer kleiner. Gerade mal 56 Quadratmeter sind noch finanzierbar. Zu dieser Erkenntnis kommen die IG Bau und der Mieterbund, die am Donnerstag eine entsprechende Studie vorstellten. Demnach ist der Wohnungsmangel in der Mitte der Berliner Gesellschaft angekommen. Denn das durchschnittliche Nettoeinkommen pro Berliner Haushalt liegt bei 1.824 Euro im Monat, weit unter dem des Bundes. Ja, und genau diese Haushalte können sich derzeit gerade einmal bis zu 56 Quadratmeter Wohnfläche leisten. Beide Verbände forderten gerade im Hinblick auf die Bundestagswahl zum Handeln auf. Und auch wenn Sie dieser Tage so richtig ins Schwitzen gekommen sind, hier nun diese Bilder. Berlins größter Kühlschrank feiert nämlich in dieser Woche seinen 20. Geburtstag. Exakt im Juni 1997 startete nämlich die Kälteversorgung des Potsdamer Platzes. Damals waren nur wenige Gebäude an Europas größter Baustelle fertig. Seither ist die Kältezentrale Teil einer einzigartigen, unsichtbaren Infrastruktur für das boomende Zentrum Berlins. Ja, und sie entwickelt sich ständig weiter, um immer größere, umweltfreundliche Kältemengen auf gleichbleibender Grundfläche erzeugen zu können. Denn jedes Jahr brauchen die umgebenden Gebäude mehr Kälte, gerade bei dem Wetter der vergangenen Tage. Die nötige Quartierkälte entsteht übrigens aus Strom und Fernwärme. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Auch heute Nacht besteht weiterhin Unwettergefahr. Der Wind weht teils kräftig aus nordwestlicher Richtung. Die Tiefstwerte liegen um die 19 Grad. Am Freitag beruhigt sich die Wetterlage bereits wieder und die Niederschlagswahrscheinlichkeit geht zurück auf 20%. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken und die Tageshöchstwerte liegen um die 25 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage? Auch der Samstag fällt noch recht wolkig aus. In den Abendstunden kann es gebietsweise noch mal leichten Regen geben. Die Tageshöchstwerte liegen um die 26 Grad. Am Sonntag und am Montag bleibt es dann trocken, bei leichter Bewölkung und Höchstwerten um die 23 Grad. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.